Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner und heute mache ich ein Interview mit Andrea Wirth. Ich freue mich sehr, dass sie zu mir nach München ins Studio gekommen ist. Sie war schon einmal hier und sie ist eine, wie soll ich sagen, eine Expertin oder sie unterrichtet es auch, eine Lehrerin für Reflexologie nach der chinesischen Medizin und sie unterrichtet auch oder gibt es auch weiter taoistische Persönlichkeitsentwicklung. Und ich werde jetzt heute mit ihr darüber sprechen, was wir mit Reflexologie alles, sagen wir mal, gesundheitlich bewirken können und natürlich auch darüber, wie wir mit der Persönlichkeitsentwicklung unser Bewusstsein erweitern können. Liebe Andrea, ich finde es so schön, dass du aus der Schweiz jetzt wieder zu mir nach München gekommen bist und freue mich total, bin gespannt auf alles, was wir jetzt reden und auf unser Interview. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ein zweites Mal. Ich habe mich sehr gefreut. Bei der Reflexologie, da ist ja die Basis, würde ich jetzt mal sagen, und du unterrichtest das eben auch, die Handmassage. Das heißt, bei der Handmassage, da werden ja bestimmte Körperteile stimuliert, sage ich jetzt mal, um auch Krankheiten zu heilen. Kann man denn mit dieser Handmassage Krankheiten heilen oder auch nur positiv beeinflussen? Was würdest du sagen? Wir dürfen noch früher starten. Also prinzipiell ist es eigentlich so, dass die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, die war eigentlich eine Präventivmedizin. Das heißt, du hast einen Arzt gehabt früher, der geschaut hat, dass du nie krank wurdest. Und das ist eigentlich heute noch unser Ziel. Nur ist es mittlerweile so, dass die Menschen eigentlich kommen, wenn die schon was haben. Dann nutzen wir dieses uralte Wissen, das ist ja über 5000 Jahre alt, nutzen wir das, um dem Menschen zu helfen, in die Heilung zu kommen. Das ist tatsächlich ein Ziel. Das heißt, man kann beides tun. Meistens ist es so, dass die Menschen sehr krank zu mir kommen. Und dann, wenn die doch dann gesund wurden, dass man ihnen Punkte zeigt, dass die Hausaufgaben kriegen und die sind dann einfach natürlich an der Hand zu lösen, besser als am Fuß. Wenn die aber zu mir kommen und es ist jetzt so, wenn ich meine Praxis geöffnet habe, sind das schwerkranke Menschen, oft auch palliativ kranke Menschen, da gehe ich natürlich an die Füße, weil die Füße, da habe ich eine größere Fläche und die sind ja immer eingepackt. Ja. Und die Hände sind immer nackt, das heißt, die sind nicht mehr ganz so sensibel wie die Füße. Okay. Das funktioniert ein bisschen schneller, wenn ich über den Fuß arbeite oder auch über den Unterschenkel, da hat es auch Punkte, es hat ja im ganzen Körper Punkte. Oft ist es auch so, wenn die Menschen kommen, manchmal sind die Füße vielleicht von der Chemo verbrannt, dass ich da nicht anfassen kann. Oder es kommt jemand mit einer Behinderung und hat einen Fuß nicht mehr oder so. Und da weiche ich aus. Also ich kenne ja ganz viele Punkte am ganzen Körper und ich nehme die Punkte, ich kombiniere sie miteinander mit dem Fokus darauf, alles anzuregen. Jetzt angenommen, es kommt jemand, der hat Krebs. Und er kommt zu dir und du stimulierst dann, also sagen wir mal, bestimmte Selbstheilungspunkte bezüglich Krebs an der Hand. Ist es denn ein Unterschied, ob er jetzt Leberkrebs hat oder ob er Leukämie hat? Da muss man doch dann andere Punkte stimulieren, oder? Natürlich. Ja. Krebs ist eine Krankheit, die natürlich in der Tiefe angeschaut werden muss. Und da gibt es ganz verschiedene Arten. Aber es gibt ein Grundkonzept, das man wissen soll und darf, wenn man mit solchen Menschen arbeitet. Und da gehe ich natürlich mal in dieses Grundkonzept rein. Ich versuche, die Basis wieder in die Selbstheilung zu bringen. Und da gibt es wirklich ganz wichtige Dinge, wie zum Beispiel Schlafen. Ein Mensch muss zuerst schlafen, weil die Organe regenerieren nur im Schlaf. Das heißt, gesund wirst du nur im Schlaf. Und wenn ein Mensch nicht schläft, und das tut kein krebskranker oder kein schwerkranker Mensch, wenn der nicht schläft, kann der gar nicht gesund werden. Wieso schlafen kranke, schwerkranke Menschen nicht? Das ist ja die Frage, was war zuerst Huhn oder Ei? Das weiß ich nie. Und ich muss es gar nicht wissen, weil das ist ja auch Vergangenheit, sondern ich schaue nur, was ist der Zustand? Das ist ja dieses Taoistische. Wie kommt der? Wie wirkt der? Was sagen mir die Organe? Was sagt mir seine Psyche? Was sagt mir sein System? Auch seine Vergangenheit? Welche Geschichten sind da,
die vielleicht der Ursprung sein können, dass so eine Krankheit ausgelöst wird. Und dann gibt es so einen Grundcheck. Und da beginne ich. Aber okay. Das Erste ist, ich versuche sie zum Schlafen zu bringen, dann versuche ich sie aufs Klo zu bringen, dass das fließt. Und erst danach gehe ich eigentlich mit den Organen sonst vor, dass die stark werden, um den Krebs selber wieder, was auch immer, zu heilen oder in die Selbstheilung zu kriegen. Ja. Ich kann das total verstehen, weil ich weiß, wenn ich krank bin, dann macht mich vor allem der Schlaf gesund. Also, und ich weiß auch, wenn ich nicht geschlafen habe, das ist schlimm. Also wenn ich mehrere Tage, in Bayern sagt man übernachtig, also übernächtigt bin, das ist ganz schlimm. Ich fühle mich wie in Trance und ich weiß, dann bin ich auch, mein Immunsystem ist dann irgendwie schwach. Also Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Das stimme ich dir voll zu, aus eigener Erfahrung. Wenn man jetzt zum Beispiel an der Hand einen Punkt stimulieren will bezüglich Krebs, wie würde man das, also für Leute, die vielleicht jetzt für Zuseher, die unser erstes Interview noch nicht gesehen haben, wie könnte man denn jetzt zum Beispiel mit Reflexologie einen Punkt stimulieren bezüglich Krebs? Also was könnte man da machen? Könntest du mal eine Übung zeigen? Ja, das kann ich zeigen. Vielleicht? Soll ich zuerst noch zeigen, was man machen kann zum Schlafen? Ja, gerne. Ach, noch besser. Weil Schlafen, das ist ja die Basis. Also wenn du über längere Zeit nicht schläfst, dann kannst du genau solche Krankheiten auslösen. Okay. Oder auch, was ich auch oft habe, sind neurologische Krankheiten. Also MS, ALS, Polyneuropathie, solche Dinge. Die schlafen alle nicht. Aha. Also eigentlich jede Krankheit, da mache ich zuerst mal die Schlafpunkte. Also, das kann jeder Zuschauer schlafen bringen. Jeder Zuschauer braucht dann diesen Punkt, weil jeder kennt schlaflose Nächte. Da bin ich jetzt gespannt. Genau. Es ist nicht ganz nur einen Punkt. Einen hatte ich schon gezeigt im letzten Interview, aber das schadet nie. Wir suchen zuerst das Herz. Das Herz ist unter dem Ringfinger, unter der Balle, hier drin. Und da drückst du rein und ein bisschen hoch. Ja. Und letztes Mal hast du rote Wangen gekriegt. Mal schauen, was sie heute tun. Und da drücke ich eine gewisse Zeit lang. Ich merke es ja. Ja, bis man merkt, dass das Herz beginnt. Eigentlich, man fühlt es, wie es ruhig wird. Oder es kann zuerst eine Gegenbewegung machen, dass es ein bisschen mehr schlägt. Das ist ein Punkt, der darf nicht zu stark gedrückt werden. Das heißt auch nicht massiert werden, sondern da drücke ich einfach rein. Und das kannst du 1-2 Minuten machen, auch egal, welche Herzprobleme du sonst hast, also Herzrhythmusstörungen, Herzschmerzen, nützt alles. Und danach, wenn ich den massiert habe, dann gehen wir nehmen ein bisschen Creme, dann... Also ich merke, mein Herz ist ruhig, ja. Also es schlägt ruhig, das merke ich einfach. Ja. Was ich auch tue, in dem Moment, wo ich jemandem ins Herzsystem reingehe, das ist ja ein bisschen ein Übergriff, ich halte das Herz und ich lasse da Liebe rein. Die Menschen lieben das. Und ich sage es ja sonst nicht, aber das ist ein Geheimnis. Nee, das ist nicht ein Geheimnis, das ist taoistisch. Wir tun alles in der Bewusstheit und wir tun alles mit Liebe. Schön. Und wenn man das nicht so tut, dann hat es keinen Effekt oder nicht so einen großen Effekt. Das ist mir sehr wichtig. Also das ist der Herzpunkt. Und danach hier im rechten Winkel... Ja, das ist wie beim Kochen. Es ist mit allem im Leben so. Ja. Weil sonst macht es ja keine Freude zu leben. Aus dem Herz raus und man sieht schön, wie es zeichnet. Das heißt, immer wenn es zeichnet, rot wird oder auch so ein bisschen gewölbt oder vertieft, heißt, das Herz möchte noch mehr. Dein Herz möchte noch ein bisschen. Ja, ich möchte. Können wir danach machen. Und danach kommt im rechten Winkel die Aorta, die geht hier durch. Und das sind Punkte von Schwester Janine. Das hat sie wunderbar rausgefunden, weil sie Medizin studiert hat und rausgefunden hat oder weiß, dass die meisten Krankheiten ja auf einem Zirkulationsproblem basieren. Und sie hat diese Punkte erforscht und geprüft und getestet und die sind Zauberpunkte. Also man tut wahnsinnig gut, wenn ich das so sagen darf. Ja, das ist so. Das könntest du stundenlang machen. Ja, ich kenne diese Aussprache. Ja. Da gehe ich im rechten Winkel unter dem Ballen durch und ich tue alles langsam, tief und bewusst.
Also der Druck ist schon stark. Ist stark, ja. Ich sehe nur nett aus. Genau. Die Daumen sind aber stark. Und dann gehe ich im rechten Winkel runter. Ja. So. Und je nachdem, wie viel Kraft man hat, kann man das auch, die Aorta, mit einem Stab, du kannst einen Holzlöffel nehmen, du kannst einen Kugelschreiber nehmen, egal was, da gehst du so im rechten Winkel runter. Ja, also ich kann nur sagen, also das Blut, ich merke das im Kopf, im ganzen Körper jetzt, also angenehm, schön, also ja. Wird warm und also tolles Gefühl. Mhm. Ich weiß. Ist alles auch im Kopf, es ist alles durchblutet. Das ist die Basis von allem. So beginnen wir jede Massage. Und jetzt kommt der absolute Zauberpunkt. Genau im Handballen drinnen, da drücke ich an den Knochen runter. Und da öffnet sich die Aorta. Also die Aorta beginnt wunderbar zu fließen. Ich merke das total. Pum. Ja. Und wenn du das tust, mehrfach durch den Tag, erstens bist du hast eine Zirkulation bis zur Zehenspitze runter. Mhm, merke ich auch. Bis zu den Händen, das beginnt zu fließen. Und das ist die Basis der Gesundheit. Wie willst du? Warm und ja, ja, genau. Das Blut geht in jede Zelle. Also egal, was du machst, auch ich sage es meinen Schülern oder Therapeuten, sage ich immer, macht auch, bevor ihr euch hinlegt zum Schlafen, bevor ihr meditiert, bevor ihr kocht, macht das immer wieder. Wenn es fließt, ist alles einfacher. Ist ja die Blockade, das sagen wir ja in der TCM, du kannst nur krank werden, wenn das Qi, die Lebensenergie nicht fließt. Also hier bringen wir es anatomisch zum Fließen und das Gefühl ist so wunderschön. Und ich schlafe so ein. Ich drücke mir das kann man auch alleine machen, also alleine mache ich so, da drücke ich von unten her runter, so. Und dann kannst du so einschlafen. Das ist mal die Basis und wie du siehst, deine Hand wird ganz rot. Ja. Also es fließt ja, ja auch so und die Punkte zeichnen auch. Also hier könnten wir ein bisschen mehr. Und der nächste Punkt ist die Epiphyse, das ist der Punkt hier oben beim Daumen auf dieser Seite, das ist die Drüse, die macht dir das Melatonin, das ist das Tiefschlafhormon und es ist natürlich auch dein Jungbrunnen. Also das ist das Hormon, das dich jung hält. Soll ich noch ein bisschen? Bitte. Das ist dann an beiden Händen, also Herz, Aorta, die Punkte davor, die sind nur an der linken Hand. Und die Epiphyse ist an beiden Händen hier. Die Herzaorta ist nur an der linken Hand? Genau. Okay. Am Fuß ist es in beiden, aber ja, an der Hand gibt es diese Punkte. Und wenn man also diese Stelle drückt, kann man besser schlafen? Ja, mach's mal. Wir hätten noch einen letzten Punkt, wäre die Gallenblase. Also wenn man viel Stress hat, ja. Dann wäre die Gallenblase hier in der Leber, sitzt die da und da könnte man die noch dazu nehmen, weil viele Leute tatsächlich viel Stress, zu viel Entscheidungen, zu viel Verantwortung, du bist eher ein Doppelholzmensch, ich habe dich letztes Mal berechnet, das heißt die Gallenblase gehört dazu, das ist eines deiner Organe, das sicher ein bisschen schnell in Stress verfällt. Ja. Und da könnte man die noch beruhigen. Das wäre, man sieht sie schön jetzt. Ja. Das wären die Schlafpunkte. Also die mache ich mir täglich, weil ich Schlafen so schön finde. Ja, aber schau mal, das ist so, wenn du das bei mir machst, das ist herrlich. Ich könnte dich heiraten. Ich könnte immer an deiner Nähe sein, dass du das machst. Und wenn man das selber bei sich macht, ich weiß nicht, kann man das auch bei sich selber so gut machen und bei dir lernen und dann auch bei sich selber so anwenden? Natürlich. Also darum gebe ich ja diese Handkurse, dass man nicht immer die Füße hochnehmen muss, dass man selber diese Punkte massiert. Und ich finde, dass die Handpunkte am besten gehen, wenn man sie selber massiert. Also ich spüre ja momentan dann genau, hier hat es ein kleiner Knubbel oder hier tut es mir ein bisschen weh. Und es ist immer so bei den Reflexzonen, alles was schmerzt, da ist irgendwas nicht sauber. Darf ich bleiben? Und dann mache ich mir diese Punkte.
Und wir sind so oft irgendwo in einem, also jetzt Café geht nicht mehr, also in der Schweiz schon, aber bei euch nicht. Oder du bist im Zug unterwegs oder wo auch immer. Die Punkte kannst du immer, immer massieren. Okay. Interessant. Und gibt es denn auch einen Punkt zum Beispiel, an dem man das Immunsystem stärken kann? Ja, und das wären natürlich dann auch Punkte, die auch bei Krebs, die man einsetzen kann. Was ich dir zeigen könnte, wäre einen absolut einfachen Ablauf, der alle Organe beinhaltet. Ja. Und das ist sogar also für Kinder. Mhm. Ich unterrichte gerne am liebsten sogar auch Kinder. Das kannst du denen zeigen und die aktivieren jedes Organ in sich, damit da die Fülle ist und dass die sich wunderbar entwickeln können. Ja. Und das könnte ich machen mit dir. Gerne. Das heißt, auch hier wieder, nimm irgendwas, was du so hast zu Hause, wenn du noch keinen Stab hast. Die Stäbe kann man bei dir kaufen, wenn man jetzt die kaufen möchte. Ja, ja natürlich. Ja. In meinem Shop in der Schweiz. Deutschland ist ein bisschen schwierig. Oder natürlich bei den Ausbildungen. Ja, man kann einfach über dich Kontakt aufnehmen, über deine Webseite. Genau. Ja. Und sonst, du kannst ja nehmen, was rumliegt. Mhm. Also meistens, oder du gehst spazieren, nimmst einen Stein, der irgend so dünn ist auf einer Seite, den du halten kannst. Der Stein hat Freude, wenn er mit dir arbeiten kann. Oder Küchenkellen, irgend sowas, Küchenlöffel oder so. Mhm. Metall ist nicht so ideal. Ja. Mhm. Mhm. Und die sind halt gut, man kann die waschen. Darum ist es gut. Wir haben in diesem Bereich, in diesem Quadrat hier, sind alle deine Hauptorgane vorhanden. Und das heißt, also chinesische Medizin ist immer so, in den Hauptorganen, die haben so eine wichtige Funktion, dass du nur krank werden kannst, wenn irgendwo in den Hauptorganen irgendwas nicht stimmig ist. Das heißt, wir gehen immer in die Basic, also in deine Basis, in deine Hauptorgane und versuchen hier die Selbstheilung anzuregen und erst danach gehen wir in die Peripherie oder in die Drüsen oder wo auch immer. Das heißt, du hast in beiden Händen, es ist so aufgeteilt, dass es eigentlich genau links und rechts ist, wie ich die Hände auch habe. Und das heißt, das Wichtigste ist, um gesund zu bleiben, du massierst diesen Bereich. Ah, okay. Sehr, und das kann man logisch so einfach machen, also wirklich kinderleicht. Du nimmst, du kannst jetzt entscheiden, ob du die nette Version oder die ein bisschen unnette Version nimmst. Das heißt, das Dünne ist ein bisschen unnetter, aber wir beginnen jetzt mal nett. Das heißt, du drückst rein und drehst ganz wenig. Das Drehen ist nicht wichtig. Und dann zeichnest du eine Schnecke in der ganzen Handfläche. Also das heißt, ich drücke, drehe, dann mache ich eine Spirale rechts rum. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel schon mal die Niere gearbeitet. Ich gehe ein bisschen hier unten durch, ist die Lunge. Und die Schnecke wird immer größer und größer. Vielleicht können wir auf meine Hose legen, da kann ich Gegendruck geben. Und ich gehe immer weiter ringsrum. Ihr seht, das Drehen ist nicht wichtig, aber das Drücken. Ja. Ich gehe schon tief. Ich spüre es auch, ja. Es tut mir so gut, das kann ich nur sagen. Das tut mir so gut, ja. Und du wirst jetzt innerlich, werden wir alle deine Organe anregen, dass du ein bisschen eine kleine Wallung kriegst. Ja. Du kriegst warm. Genau, mir ist richtig warm. Ja. Und das Ziel in der TCM ist immer, dass wir das Qi in Fluss kriegen und jedes Organ genau gleich viel Energie kriegt. Und dann bist du gesund. Und schön und nett und alles. Also erst da beginnt das Leben. Und das mache ich so oft ich will. Ganz wichtig, da wo es schmerzt, ich hätte da gewisse Stellen gefunden, da bleibe ich. Und dann mache ich das bei der einen Hand und bei der anderen Hand auch. Okay. Und wie lange macht man das dann? Ich würde, wenn du das pro Tag 3 Minuten machst, 3 Minuten. Da hast du alles angeregt. Also du bist wie aufgeräumt in dir drin. Das heißt, du gibst, es ist wie eine Erziehung. Ja. Du gibst deinen Organen den Impuls, hey,
hast du vergessen, dass du noch einen Job hast? Ja, oder du könntest noch ein bisschen optimieren. Man regt sie wieder an, sozusagen. Ja, genau. Und die, okay, die freuen sich, dass sie was zu tun haben und beginnen besser zu arbeiten. Also herrlich, ich bin jetzt total glücklich, dass du mir das gezeigt hast und kann es wirklich, also ich kann sagen, ich fühle mich jetzt sehr, also mir ist es richtig warm. Ich habe das Gefühl, also ich habe gemerkt, wie mein Blut fließt jetzt im Körper, auch im Kopf, überall. Hm? Mhm. Du hast aber auch Patienten, die krank sind, also die zum Beispiel krank sind, die zu dir kommen. Und wie gehst du dann vor? Jetzt angenommen, ich wäre jetzt krank, würde zu dir kommen. Machst du dann zuerst eine Statusaufnahme bezüglich meiner Ernährung oder fängst du gleich mit der Behandlung an? Wie ist das Prozedere? Nee, das Prozedere ist meistens, kommen die tatsächlich schon sehr, sehr krank. Das heißt, ich kenne die Krankheit schon. Die meisten haben wirklich Krebs oder eben diese neurologischen Dinge, weil ich sonst gar keine Zeit mehr habe für gesunde Menschen eigentlich. Aber ich habe so ein tolles Team von Reflexologen schon, die ausgebildet. Natürlich, die mir helfen. Das sind meine Profis. Und dann zuerst berechne ich den Menschen. Ich weiß, wie der schwingt, welche Organe. Also was berechnest du? Anhand von seinem Geburtsdatum kann ich berechnen, wie er, in welcher Schwingung er geboren ist und wie er tickt. Das ist alte chinesische Medizin und das ist wunderbar. Also daran sehe ich erstens mal, wie der Mensch funktioniert in der Tiefe, aber ich weiß auch, wie die Organe funktionieren. Ich weiß, wo die Schwächen und Stärken sind. Mhm. Und dann kombiniere ich dieses Resultat mit der Krankheit. Und das heißt, da gehört ein bisschen Wissen dazu natürlich, wie ist die TCM aufgebaut und wie arbeite ich bei dieser und dieser Krankheit. Und dann starte ich meistens am Fuß, ja. Würdest du denn sagen, dass man auch mit der TCM, also ich meine, die Frage ist vielleicht jetzt für dich blöd oder eine unnötige Frage, weil du es einfach weißt und überzeugt bist. Aber für mich jetzt als, sagen wir mal, ich bin ja kein TCMler und kein Arzt, würdest du denn sagen, man kann mit TCM, so wird es vermutlich auch gemacht in China, wirklich Krankheiten auch heilen? Würdest du das sagen? Ich bin nach 21 Jahren, wo ich jetzt schon diese Methode anwende, bin ich wirklich, also mit jeder Faser und mit jeder Zelle überzeugt, dass wenn ein Körper eine Krankheit kreieren kann, kann er es auch wieder wegmachen, wenn wir ihm die richtigen Impulse geben. Und ich erkläre meinen Schülern oder meinen Patienten oft, wir funktionieren ja wie ein Sicherungskasten. Wenn er zu mir kommt, ich setze einfach die Schalter wieder hoch. Und dann geht es einige Tage, da fallen die wieder runter, weil die vielleicht schon 30 Jahre unten waren. Genau. Da setze ich die wieder hoch und irgendwann halten die. Ah, ja. Und dann fließt es wieder. Dann fließt der Strom, dann fließt das Qi in deinem Körper. Und dann gibt es so Hauptschalter und es gibt Nebenschalter. Und ich spiele da mit denen. Für mich ist meine Arbeit wirklich ein Spiel und eine Herausforderung. Und jeder Patient wird anders behandelt. Weil er eine andere Krankheit hat, weil er andere Schalter hat und eine andere Geschichte auch. Welche Bedeutung, also ich meine, du jetzt bezüglich der taoistischen Lebensberatung, sage ich jetzt mal, auch was die Gesundheit natürlich betrifft, welche Bedeutung haben denn, oder welche Bedeutung hat denn die Beziehung jetzt erstmal zu sich selber, die Beziehung zu sich selbst für die Gesundheit? Welche Bedeutung hat die Beziehung zu sich? Taoismus ist genau das. Wir sind in einer Welt oder in einer Zeit, wo wir so tun, wie es uns gut gehen würde, aber ganz im Innern geht es den wenigsten Menschen richtig gut, jetzt in unserer Kultur. Das heißt, ich nenne das Pseudo-Beziehungen. Viele versuchen im Außen irgendwas aufrechtzuerhalten. Nur wenn dann die zu mir kommen und jetzt so eine schwere Krankheit haben und ich sie genau so erfasse und nachfrage, ja, wie gehst denn du mit dir um? Wie gehst du mit deiner Selbstkritik um? Wo ist denn deine Selbstliebe und deine liebevolle Art dir gegenüber? Dann ist plötzlich nichts. Und dann wundert man sich nicht, wenn man selber mit sich keine
liebevolle Beziehung hast, wie willst du denn im Außen die Liebe leben? Das genau. geht einfach nicht. Ja. Und da geht es natürlich um die Präsenz. Also Taoismus ist präsent. Es interessiert uns eigentlich nicht, was war, und es interessiert uns nicht, was kommt. Es geht darum, dass du fühlst, ich bin genau. im Moment, und was passiert jetzt? Ich schaue mich von hinten, ich beobachte mich von hinten. Welche Erfahrung kommt auf mich zu und was darf ich lernen, was darf ich erkennen, was könnte es mir zeigen oder wo habe ich bei mir noch nicht aufgeräumt. Aber diese Arbeit kannst du nur tun, wenn du mit dir liebevoll bist und wenn du mit dir eine Beziehung hast. Ja. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel das nicht gelernt hat, eine liebevolle Beziehung von seinen Eltern, die er nicht gelernt hat und nicht vorgelebt bekommen hat, eine liebevolle Beziehung zu sich zu haben. Und wieso ist es denn eigentlich so, dass dann, wenn man dann auch eine Krankheit auch noch hat, dass man sich dann nicht mag, sondern man mag die Krankheit nicht und man lehnt seinen Körper ab? Wieso kann man sich dann nicht lieb haben? Weil dann müsste man sich doch gerade erst recht lieb haben. Jetzt angenommen, man bekommt Krebs, dann muss man so, boah, krass. Aber jetzt muss ich auf mich schauen oder so. Also viele Leute sagen, oh, die lehnen sich auch noch ab für die Krankheit, die schämen sich, dass sie krank geworden sind. Kenne ich viele Leute, die sich schämen, die das vertuschen irgendwie. Mhm. Wieso ist es so, dass man sich dann nicht gerade annimmt mit dem? Da ist ja, ein krankes Kind würde man schon annehmen, aber sich selber? Ja, weil wir es tatsächlich nicht gelernt haben. Wir haben nie gelernt, eine Beziehung mit uns selber aufzubauen, und die ganz viele haben ja schon als Kleinkind, schon als Baby diese ganz tiefe, diese ganz innige Mutter- oder Vaterliebe, diese bedingungslose Liebe nicht gekriegt, aber dafür sind sie ja gekommen, und danach, weil sie das nicht gekriegt haben, beginnen sie sich selber zu verurteilen. Das ist ein Automatismus, das weiß man, dass das so funktioniert, weil ein Kleinkind findet immer alles richtig, was die Eltern tun. Das Leben lang. Das hört ja nicht auf, wenn du dir das nicht bewusst wirst. Und da beginnt die Selbstkritik. Da beginnt es, dass man sich selber nicht liebt, sondern Mama, Papa, eigentlich bräuchte ich mehr. Sie geben es mir nicht. Also haben sie recht und ich habe Unrecht. Und das wird so oft schon als Kleinkind gesetzt. Und dann, wenn du dann mal krank wirst, dann schlägt das so richtig zu. Und dann heißt es tatsächlich, sich bewusst werden, aus sich rausgehen, in den Moment gehen. Was will mir diese Krankheit zeigen? Und meistens ticken wir dann so, dass wir gerne Opfer spielen. Genau. Wir suchen Hilfe im Außen. Das ist der Satz, den ich meistens höre. Mach du mich gesund, sage ich mach gar nichts. Wenn, dann machst du dich selber gesund. Ich bin nur deine Krücke. Ich helfe dir nur auf deinem Weg. Und irgendwann möchte ich nicht mehr deine Krücke sein. Und das hören gar nicht so viele gerne. Weil es ist ja auch schön, wenn man, je schlimmer die Krankheit ist, desto mehr wird man gebauchpinselt, man kriegt Blumen, man kriegt Aufmerksamkeit, vermeintliche Liebe. Und dann ist irgendwann die Krankheit weg, zack, und du bist wieder alleine. Und das zu erkennen, dass man die Liebe zuerst in sich selber finden darf und damit umgehen darf und die ausleben darf, dann ist man nicht mehr angewiesen auf das Außen. Und man lebt es ganz anders und erst dann kann die Krankheit verschwinden, weil du brauchst nichts mehr, das dir das zeigt. Ich kann da sehr gut das alles nachvollziehen, was du sagst, das stimmt einfach. Das kann ich dir sagen aus meiner Patientengeschichte oder so. Ja. Kann ich wirklich 100% unterschreiben. Weil es ist so, aber früher war es immer schwierig, wenn jemand gesagt hat zu mir, du hast die Tepperwein etc., du hast die Krankheit verursacht. Dann dachte ich immer im Sinne von Schuld. Ich habe Schuld. Ich habe mir Schuld aufgeladen. Aber es geht ja nicht um Schuld. Es geht ja nicht um Schuld. Es geht, ich würde sagen, um Unbewusstheit. Um Unbewusstheit. Und deswegen ist es halt entstanden, die Krankheit. Die ist eine Botschaft. Und die muss ich nicht bekämpfen. Die darf einfach da sein. Das ist ganz wichtig jetzt zu lernen. Und das ist ein wichtiges Signal. Aber so habe ich das natürlich früher nicht gesehen, weil ich es verwechselt habe mit, du hast die Krankheit verursacht. Das sagen ja manche, wenn man ihnen die Opferrolle wegnehmen will. Genau, und dann sind sie das kleine Kind wieder. Ja. Ich habe was falsch gemacht. Ja.
Und ich habe es schon wieder nicht geschafft. Das sind diese alten Kindermuster Genau, und Gefühle, die dann wieder hochkommen. Und Genau. wenn wir die nicht erkennen, dann werden wir das ganze Leben lang immer wieder sowas erleben. Aber auch in der Kindheit, das ist jetzt die Frage. Auch in der Kindheit sind bei mir, bestimmt auch bei vielen Zusehern, schon die Glaubenssätze entstanden. Und also bei mir ist es eigentlich einer, der lauter Verästelungen hat, sage ich, ist ein Gestrüpp, also er hat andere kleine Kinder bekommen, aber dieser eine Glaubenssatz, und ich habe ihm bewusst, aber er kommt doch noch hoch ab und zu, ja, und bestimmt halt alle möglichen Bereiche, beruflich, privat und so weiter, auch die Gesundheit. Jetzt nur ein Beispiel, jetzt ein Mensch hat einen Glaubenssatz wie, das muss ich schaffen, das schaffst du. Und das macht ihn aber krank, weil er überlastet sich immer, er mutet sich zu viel zu und er ist dann krank geworden. Wie kann man denn jetzt mit deiner Hilfe, jetzt auch bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei der taoistischen Persönlichkeitsentwicklung eben so einen Glaubenssatz auflösen und dann auch wieder natürlich seinen Körper zur Selbstheilung anregen? Wie kann man da, was kann man da, was kann man machen? Spannend ist beim Taoismus, dass wir das gar nicht auflösen wollen. Wir bekämpfen auch gar nichts, sondern es geht darum, dass du den erstens mal erkennst. Und das ist das Schwierigste, weil wir meistens unbewusst sind, nur schon in dieses Bewusstsein zu gehen. Und für mich ist es wirklich, das mache ich abends, jeden Abend. Ich sage immer, ich räume meine Küche auf. Das heißt, meine Jungs eigentlich, wenn wir gekocht haben, meine Jungs räumen die richtige Küche auf, also da mit den Pfannen und so. Ich danke ihnen an dieser Stelle so herzlich. Die sind so toll. Und ich räume meine Küche in mir drinnen auf, meine Psyche. Das heißt, ich setze mich hin und ich schlüssle das auf. Wo ging ich in Resonanz? Wo hat mich was Genau. gestört? Wo wurde ich wütend? Wo ist ein Glaubenssatz hochgekommen? Wo habe ich mich komisch gefühlt? Und dann gehe ich bewusst in dieses, ich bin in die Präsenz und schaue es von außen an. Ah, na hallo, du Glaubenssatz. Ah ja, du bist ja da und da entstanden. Ah, wir haben dich gestern schon angeschaut. Komm, ich schreibe dich auf und ich nehme dich in mein Herz und ich fülle dich auf mit Liebe. Und irgendwann, wenn ich das regelmäßig mache mit meinen Gedanken, Gefühlen, Glaubenssätze, was auch immer, Konditionierungen, die ich habe und mitgekriegt habe, auch Vorbildern, denen ich alles geglaubt habe, irgendwann kommen die nicht mehr hoch. Wenn die aufgefüllt sind mit Liebe, irgendwann drehen die sich um und ich bin überzeugt, die werden dann Liebe. Ja, das glaube ich auch. So wie du das beschreibst. Ja, und dann mache ich das wirklich jeden Abend. Es gibt kaum einen Abend, ja, ich wüsste gar nicht, schnell mache ich es immer, auch wenn ich viel unterrichte. 5 Minuten mache ich es immer. Mein Ziel ist immer 20 Minuten. Und oft habe ich auch am Sonntagnachmittag, mache ich das 1, 2 Stunden. Dass ich Toll. irgendeine Thematik nehme. Ich habe immer ein Notizbuch dabei, immer. Toll. Und wenn so ein, das kennen wir ja auch, dieses Gedankenkarussell, Genau, oder? ja. Das geht durch dich durch. Und da hast du ein Problem oder Also, irgendwas, was. ich kenne es halt so, vielleicht könntest du auch eine Übung zeigen dazu. Ich kenne es so, dass ich bin dir relativ bewusst, sage ich jetzt mal, aber es kann passieren, es kommt ein Trigger, und dann bin ich vielleicht für eine Zeit lang. Eine Stunde, vielleicht auch nur Minuten, vielleicht auch Tage, je nachdem. Bei gesundheitlichen Sachen dauert es oft Tage. Das ist für mich, weil ich eine große Anhaftung an den Körper doch habe. Dann bin ich in einem Film, in einem Gedankenfilm, in der Geschichte, sage ich immer. Und jetzt gibt es vielleicht eine Übung, die du hast, eine taoistische Übung, um aus diesem Film herauszukommen oder aus dem Gedankenkarussell. Ja, das machen wir gleich. Das Wichtigste ist, das überhaupt zu erkennen. Und ich mache es immer im Moment, wo ich merke, jetzt kommt immer das gleiche Gefühl oder immer der gleiche Gedanke. Und wir sind ja sowas von stark in Gedankenbildern und dann in die Zukunft. Und es wird so und so und es wird schlimm. Genau. Meistens das Negative zieht uns ja so magisch an. Da denken wir immer das Schlimmste, dass wir es erkennen. Und ich schreibe es mir immer auf. Das heißt, durch den Tag, wenn sowas kommt, schreibe ich mir das auf. Und dann steht das in meinem Buch. Und in meinem Buch steht all das, was ich am Abend anschaue dann. Und das heißt, wenn ich dann 2 Stunden später kommt dieser Gedanke wieder, dann sage ich ihm, na hallo, du musst nicht weggehen, du bist ja meiner. Du darfst zu mir kommen, ich gebe dir schon mal Liebe.
Aber Moment, Bürschchen, du stehst ja schon. Du musst nur ein bisschen Geduld haben. Ja. Es ist nur erst Nachmittag, noch nicht Abend. Am Abend, ich werde wirklich Zeit nehmen und ich schaue ganz in die Tiefe. Toll, das mache ich jetzt auch. Das ist so. Und dann, wenn der wiederkommt, sagst du, ja, ist gut, du bist wie ein Kind, du kannst nicht warten, aber ich habe jetzt was anderes zu tun und ich will meine Energie nicht für dich einfach vergeuden. Das ist ja taoistisch. Wir versuchen keine Energie zu vergeuden, weil Taoisten wollten ja früher 120 werden. Das heißt, in der Niere wäre so viel Energie angelegt, dass wir 120 werden könnten. Also gesund 120. Ja. Das heißt, wenn du früher stirbst, hast du irgendeinen Blödsinn gemacht. Wir vergeuden keine Energie. Ja. Und Gedanken und Gefühle, die unbewusst mit uns einfach so kommen und durch uns durchgehen und uns im Leben beeinflussen, die fressen uns voll auf. Ich weiß. Das macht energetisch. Wenn ich das so sagen darf, das ist so, da gibt es Tage, da bin ich so erschöpft und ich weiß gar nicht wieso, nur von diesem Gedanken, was da im Hinterkopf wirklich so rumläuft. Und es ist auch so, also ich muss sagen, ich kenne das auch gut, dass ich, also ein Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt und auch mir viel Energie nimmt oder auch ein Glaubenssatz, aber wenn ich den bekämpfe, funktioniert nicht. Nee. Weil es ist immer so, das, was du unbedingt weghaben willst, das geht, das wird größer. Das geht nicht. Und ich kann es nur sagen, es hilft bei mir, es ist wie auswaschen. Also ich lasse es halt, es läuft halt nebenbei, es macht nichts, ich lasse es so nebenbei, er ist halt wieder da. Aber es ist trotzdem, also wie soll ich sagen, ich komme immer noch in die Geschichte ab und zu. So ist es einfach. Stell dir doch vor, wenn jetzt ein Gefühl ist oder ein Gedanke und ein Problem und das triggert dich, das kommt immer wieder in deinen Kopf rein. Ich stelle mir vor, das ist wie ein kleines Kind, das die Knie aufgeschürft hat, das blutet. Ja. Wenn du ein Kind hast, dann weißt du, wenn sie jetzt umgefallen ist und Schmerzen hat, es will nur getröstet werden. Und das ist mit den Gedanken auch so oder Gefühlen. Also das heißt, ich nehme es in mein Herz. Ich gebe ihm Liebe, ich gebe ihm Achtsamkeit, ich fühle es auf. Und bei den Kindern ist es so, kaum hast du sie, die können noch bluten, springen die weiter. Stimmt. Das ist mit den Gedanken genau das Gleiche. Wenn wir sie bekämpfen, die stehen noch jahrelang da, die kommen immer wieder, weil das Knie ist noch, du hast sie nie getröstet. Genau. Also tröste sie, nimm die 5 Minuten Zeit, fülle es auf mit Liebe und das machst du mehrere Male und dann hören die auf. Ja. Aber das Wichtigste ist, dass du dazwischen präsent bist. Mhm. Wenn wir natürlich dann so rumdüsen, und das können wir ja tatsächlich sehr gut, wir Hölzer auch, und wir sind beide Hölzer. Nee, wir haben so viele Projekte, wir haben so viele Ideen, wir sind so kreativ, immer unterwegs. Mhm. Und dann ist man, also ich muss mich schon an der Nase nehmen. Ich bin dann oft nicht bewusst, dann muss ich eine bestimmte, ganz einfache Übung mache ich, dass ich bin, was mich einfach immer wieder in den Moment holt. Und das kannst du machen in einer Sekunde. Also du machst eine Anleitung, dann mache ich, wenn du in diesem Gefühl bist, einen Screenshot und ich gehe einfach in einer Sekunde in diesen Screenshot rein. Das ist wie ein Foto. Ich kenne das Gefühl, gehe ich rein und dann bin ich präsent. Und meinen Profis, die ich ausgebildet habe, ich zeige es dir gleich. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber wir machen es gleich. Ja, ich zeige es dir gleich. Den habe ich gesagt, ich mache das 100 Mal am Tag. Und die haben den Kopf geschüttelt. Was, das kann man gar nicht 100 Mal machen. Doch, das kann man die ganze Zeit machen, ohne dass es jemand merkt. Und das ist die Übung, immer mehr bewusst zu werden. Und dann ist man innerlich ruhig. Und dann kann eigentlich passieren, was will. Und du denkst, wuwei, ich bin, ja, dann soll ich das lernen. Ja, okay, das machen wir jetzt miteinander. Das machen wir jetzt, weil ich habe die Übung jetzt nicht gern. Ich bin nicht ganz verstanden. Okay. Ja, du musst nicht alles verstehen. Also wichtig ist, meinen Menschen sage ich, man kann die Augen schließen. Das machst du jetzt, ob du willst oder nicht. Ich mache mal mit. Genau, du machst mal mit. Und zuerst atmet man natürlich tief runter in den Bauch. Du genießt den Moment zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen, da hat es ja noch so eine kleine Stille drin. Hältst ruhig, atmet wieder raus. Und dann siehst du in deinem Solarplexus, das ist unter deinen Rippen, siehst du eine kleine Flamme. Die siehst du, ha? Das ist deine Seele. Ah, die kannst du kennenlernen. Und jetzt atmest du runter zur Seele, also zu deiner Flamme.
Und das ist ja Sauerstoff, das heißt, deine Flamme kann eigentlich ein bisschen größer werden und wieder raus. Und das machst du nochmal und wieder raus. Und jetzt, wenn du einatmest, darf dein Kopf denken. Der darf auch was tun, dass, damit er sonst nichts tut. Du denkst, ich bin. Du denkst und fühlst, ich bin. Atmest runter zur Flamme. Die darf größer werden und wieder ausatmen. Nächster Atemzug. Einatmen. Du denkst, ich bin. Die Flamme wird größer und ausatmen. Nochmal, die Flamme wird noch größer und ausatmen. Und jetzt denkst und fühlst du. Du fühlst, wie wenn du ein Büffel wärst. Also dieses Ich Bin, du machst dich ganz breit und die Flamme wird auch ganz breit. Und irgendwann ist die Flamme um dich rum. Du setzt dich in die Flamme rein und du fühlst dich, du bist so stark, du bist ein Büffel. Fühlst du das? Ja. Und jetzt machst du einen Screenshot. Und jetzt darfst du wieder in diese Welt zurückkommen. Und dann kannst du eigentlich, wenn du mal spürst, oh, jetzt bin ich verwirrt oder ich bin einfach Gedankenkarussell, machst du ganz schnell die Augen zu, ein Atemzug, ich bin, zack, und du hast die Flamme. Genau. Und spürst du die Stärke, die du hast? Wundervoll. Du bist wundervoll. So da. Das ist eine Sekunde. Du kannst in dieser Sekunde kannst du deine ganze Aura ausdehnen. Du kannst sie flicken. Ich leuchte jetzt bestimmt. Ja, sicher leuchtest du. Und also nach Behandlungen zum Beispiel, wenn ich Menschen behandelt habe, gehe ich ja meine Hände waschen. Und da mache ich dann 2-3 Mal Ich Bin. Und das reinigt meine Aura. Ja. Ich bin bereit für den Nächsten. Genau. Ich bin wieder komplett frei, weil es sind nicht meine Geschichten. Ja, genau. Und ich mache diese Übung die ganze Zeit. Ich mache die beim Autofahren, da bist du präsent. Ja. Ich mache die, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich nicht mehr ganz da. Nur einatmen, ein bisschen lauter als sonst und die Aura. Wundervoll. Wundervolle Übung, die ich natürlich jetzt auch regelmäßig täglich üben werde. 100 Mal. 100 Mal. Das ist eine schöne Übung. Wenn du natürlich möchtest, du kannst auch so einschlafen und aufwachen. Also das ist das Erste, was ich tue. Ja. Ich begrüße den Tag, ich begrüße meine Liebsten und dann mache ich verbinde mich mit mir, mit meiner Seele, mit meinem Geist, mit meinem Körper. Und erst dann starte ich meinen Tag. Und dann ist ja der Tag schon freudig und aufgefüllt. Genau. Ja. Genau. Verbunden mit der Seele sozusagen. Es geht nur um diese Dreieinigkeit. Ja. Wir sind oft nur in einem Bereich unterwegs, aber das Leben ist die Verbindung miteinander. Ja. Ja. Und das dürfen wir jetzt lernen. Ja, jetzt sowieso in dieser Zeit. Und auch Krebspatienten natürlich. Wenn sie sich mit sich nicht verbinden, werden sie nicht gesund. Das geht gar nicht. Und auch mit dem Körper verbinden, liebevoll verbinden. Genau. Und sich auffüllen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Thich Nhat Hanh, diesem buddhistischen Lehrer. Und er wurde gefragt, wie man sich selber lieben kann. Und er sagte als Antwort, du hast einen Körper. Ja. Da wird dann der Blickwinkel dann wieder bewusst. Ach ja, ich bin und ich habe einen Körper da. Ja. Also, du bist ja auch Expertin für Ernährung. Und gerade in der chinesischen Medizin ist die Ernährung ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ich möchte auch noch ein bisschen rückfragen, weil es ja ein sehr wichtiger Bereich ist. Gibt es denn Regeln oder wie soll ich denn sagen, Empfehlungen der chinesischen Medizin, die mit der Ernährung oder die bezüglich der Ernährung die Gesundheit stärken, fördern, wie wir gesund bleiben können, ja? Ja. Präventiv vielleicht auch. Genau. Da gibt es natürlich ganz viele. Also da gibt es ja auch schon ganz viele Bücher. Ich bin kein Hypochonder. Das heißt, ja, ich muss das sagen und ich will das sagen, weil ich sehe, was passiert in dieser Szene auch, TCM-Szene, wo ich unterwegs bin. Ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich diese Dreieinigkeit mit sich selber. Diese ganz tiefe Liebe
die man selber mit sich leben darf, genau, und soll, da beginnt die Gesundheit. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du 1000 Kräuter nehmen, du wärst nie gesund und du bekommst die nächste, genau, Krankheit. Aber es ist tatsächlich so, dass auch ich die Grundgesetze der TCM einhalte, mhm, obwohl du das gar nicht merkst. Also wenn du bei uns essen kommst, dann merkst du nicht, dass ich nach der traditionell chinesischen Medizin uns, mhm, meine Jungs und mich ernähre. Aber es ist schon, die Basis ist schon gesetzt. Das heißt aber nicht, dass ich keine Ausnahmen mache, weil das Leben ist einfach zu schön. Wir dürfen auch zwischendurch mal irgendwas Verbotenes tun, mhm, oder es gibt ja eigentlich keine Verbote, weil das hat auch mit Selbstliebe zu tun. Genau. Und wenn ich irgendwas esse, ein Stück Torte oder so, dann genieße ich das und ich denke nicht, du blöde Torte, jetzt, du machst mir Reiterhosen oder Zellulitis, sondern so, hey, ja, du Torte, du tust mir jetzt sowas von gut. Ja, genau, der Seele auch, ja, einfach. Ja. Und so nehme ich auch nicht so Zusatzprodukte, weil ich, mhm, überzeugt bin, auch durch meine Arbeit, dass mein Körper aus der Nahrung, der ist so stark, und ich schaue ja dem, dass der wirklich stark bleibt, ja, dass er fast alles aus der Nahrung tatsächlich rausnehmen kann. Mhm. Der passt sich an. Mhm. Und nur wenn ich dann mal was habe, dann nehme ich was Spezielles. Oder wenn ich erschöpft bin, ja, dann kann ich was nehmen. Aber nicht immer. Aber was sind denn so Empfehlungen, die halt einfach der Gesundheit gut tun? Warm essen zum Beispiel, glaube ich. Ja. Also in der TCM, mhm, erstens mal die ersten 10 Löffel oder Gaben, die du isst, müssen heiß oder warm sein. Aha. Dein Magen, dein System will einfach, so wie wir, auch das Baby, das will warm haben, das will gekuschelt werden. Und der Magen macht genau das Gleiche. Ja, ja. Und die wichtigste Regel ist, es wird warm gefrühstückt. Wenn man morgens dem Magen, mhm, und der Milz kein Benzin, mhm, sprich gute Nahrung gibt, ja, dann wirst du den ganzen Tag durch keine richtige Leistung, ja, bringen. Mhm. Das ist wie wenn dein Auto irgendwie mit Salatöl fährt, das pufft hinten raus, das raucht, ja, aber da kommt, es fährt, aber es fährt nur so, mhm, es stinkt, es geht, ja, nicht richtig, oder? In Italien siehst du das jeweils, wenn da hinten so Zeugs rauskommt. Also gib ihm was Richtiges, und das heißt, morgens ist die Zeit der Kohlenhydrate. Mhm. Das Beste ist ein Porridge mit Apfelsaft oder Birnensaft oder Quittensaft, mhm, nicht mit Milch, mhm, morgens nicht, ja, unbedingt Kohlenhydrate, mhm, mit Milch mixen, mhm, dann mit Früchte mitkochen, mhm, Nüsse mitkochen, Mandelmus mache ich rein, ich mache Zimt rein, du kannst Kakao, mhm, reintun, du kannst das spielen. Mhm. Ich mache alles Dinge rein, die meine Nieren Kraft geben. Okay. Dass meine Nieren gewärmt, mhm, sind. Und das, mhm, wenn du das isst, dann sitzt du wirklich da und das ist so wohlig. Ja. Und das Frühstück darf nicht ausgelassen werden, weil sonst die Milz, das ist unser Hauptorgan, genau, von allen, ja, Verdauungsorganen. Aha. Und die will Futter, weil, ja, die hat den ganzen Tag dann zu arbeiten. Und, aha, das ist ihre Zeit am Morgen. Ja. Also gebe ich ihr was Richtiges. Toll, ja, ich auch. Und dann kommt sie auch auf Touren. Und wenn wir zum Beispiel abends Völlerei betrieben haben, ja, zu viel gegessen, dann denken ja viele Leute, oh, ich esse jetzt morgens nichts, genau, mehr. Ausfallen tut lassen. Das nicht. Ja. Ihr könnt doppelt so viel essen und dann startet ihr den Motor besser. Ihr macht das Feuer größer. Das heißt, das von gestern wird besser verarbeitet. Also, mhm, immer frühstücken. Ich sowieso. Ja, ich auch. Also, und auch immer warm. Ja, sehr gut. Ja, dann Mittag ist eigentlich egal. Also wir nehmen, ja, natürlich gesunde Kohlenhydrate. Ja. Du nimmst kein Weizen, ja, kein Zucker. Solche Dinge sind nicht ideal, mhm, für deinen Körper. Und abends nur noch ganz leicht, wenn überhaupt. Mhm. Also meine Jungs, die müssen essen, ja, weil die sind natürlich, ja, 1,90 groß, und jetzt im Saft. Die, ja, brauchen was. Aber abends eine Gemüsesuppe oder sonst, mhm, Gemüse, nur noch leicht essen, weil deine Verdauungsorgane haben Urlaub. Mhm. Die wollen da Pause. Ja. Und du wirst besser schlafen, wenn du nur eine Suppe gegessen hast, als wenn, oder gar nichts, als wenn du viel gegessen hast, weil dann denken die Verdauungsorgane, ja, nee, ich hatte ja jetzt schon Pause, ich wollte eigentlich jetzt nicht mehr, ja, arbeiten, ich tue es mal in den Keller.
Der Keller ist nie da, wo wir möchten. Das ist so im unteren Teil. Ja. Und am Morgen stehen die Organe wieder auf und denken so, oh, im Keller hat es noch was, aber jetzt kommt was Neues. Ich nehme mal das Neue. Ja. Und im Keller bleibt es hängen. Und das gibt dann diese Fettpolster oder Zellulitis und solche Dinge. Und aber wenn jetzt ja auch jemand mit Krankheit kommt, zum Beispiel, oder auch in deinen Kursen bestimmt auch, da gibst du ja auch dann eben diese taoistische Lehre weiter. Ja. Also jetzt natürlich klar die ganze chinesische Medizin mit Reflexologie, auch mit Ernährung, aber eben bei dieser Persönlichkeitsentwicklung, was ist denn da zentral, wenn man wieder gesund werden will? Das ist einfach dieses Ich bin. Und die Liebe, da gibt es auch Übungen, die wir trainieren, dass du mit dir selber in die Liebe kommst. Und die Übung ist auch, diese Präsenz öfter zu leben. Ah ja. Weißt du, wenn du, wir sind alle zwischendurch Opfer und das dürfen wir auch sein und das darf man auch zelebrieren, wenn man dann sich das bewusst ist und nicht andere zwangsbeglückt damit. Aber dass wir erkennen, ich will jetzt mal jammern und ich will jetzt mal wütend sein oder so, was auch immer. Genau. Jetzt finde ich oder die anderen jetzt mal doof. Das darf man ja. Weil mir eher das angetan hat oder so. Ja. Genau. Wenn wir das bewusst tun und nicht als den Hauptteil unseres Tagesablaufs so abspeichern und andere belästigen damit. Und dieses Üben in die Präsenz und die Bewusstsein zu kommen, ist doch manchmal auch für mich anspruchsvoll, Menschen da reinzuleiten, weil wir ticken ganz anders. Klar. Mhm. Die kommen oft auch und wollen natürlich zu Beginn immer jammern und ich bin die Ärmste oder der Ärmste und es geht mir so schlecht. Und ja, man darf bei mir jammern und ich will auch wissen, wie die Krankheit ist, wie der Verlauf ist. Aber sie kommen ja zu mir, um ins Leben zurückzukommen. Ey, das Leben ist Leuchten, das Leben ist Lachen, das Leben ist Freude haben, das Leben ist quirlig sein und in der Liebe sein und da leite ich sie ein. Das heißt, mit meinen Menschen, die am richtig krank sind und palliativ krank sind, da lache ich am meisten. Wir haben richtig lustige Stunden oder tiefe, emotional tief verbundene Stunden und nicht ach, ist das Leben schwer. Genau. Das Leben ist eine Erfahrung, dass wir was erkennen, dass wir was üben können. Ja. Es ist einfach so, man kann das trainieren. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja. Immer. Und ich finde auch immer sehr wichtig, also aus meiner Erfahrung heraus, kann ich das auch wieder unterstreichen, was du gesagt hast, jetzt auch bei schweren Krankheiten, wenn man dann merkt, ach, das kommt jetzt eigentlich aus so einem bestimmten Familiensystem, aus dem Glaubenssatzsystem und wenn man sich dann anders verhält, anderen gegenüber, ist es sehr schwierig. Also konkret, wenn ich immer gesagt habe, ja, das schaffe ich, das mache ich und so und dann einmal zu sagen, das schaffe ich nicht und dann die Schuldgefühle auch auszuhalten. Ja, aber wenn ich gesund werden will, dann muss ich das aushalten. Ja, und es geht nur um die Beobachtung. Und das du kannst ja beobachten. Üben, du hast es auch eine Arbeit an sich. Und das ist für mich Küche aufräumen. Genau. Das heißt, ich lege alles auf den Tisch. Genau. Da ist das Gefühl der Schuld. Ah, das habe ich damals, als ich klein war, könnte das entstanden worden sein. Ah, und das ist das Gefühl, ich schaffe es doch. Mhm. Und das ist ich möchte ja eigentlich gestreichelt werden. Genau. Also mache ich es doch, dass ich ein bisschen Anerkennung kriege und so weiter. Und wenn du dir diese Gefühle bewusst bist und diesen Gedanken, die da damit zusammenhängen, dann ist es ja plötzlich einfach. Und dann entscheidest du dich, heute mache ich das. Ja, Und es ist dann nicht so dieses unbewusste, schnelle Entscheiden oder Reagieren, was wir oft tun, sondern es ist bewusst, heute gehe ich diesen Weg. Und das ist Selbstliebe, weil ich frage immer, was sagt meine Seele, sprich meine Intuition, was sagt mein Herz, mein Körper und was sagt mein Kopf, mein Geist? Und wenn alle drei ein Häkchen gemacht haben, dann tue ich das. Genau. Und nicht, eigentlich sagt meine Seele, mein Herz, nein, tu das nicht. Aber mein Kopf, der hat es ja schon immer geschafft, also mache ich es.
Das sind ja zwei im Minus. Genau. Das ist nie Selbstliebe. Nee, genau. Ich weiß auch, wenn ich das, ach, das ist jetzt gar nicht so wichtig, was der Bauch oder das, die Seele sagt, das übergehe ich. Und da habe ich schon so viel Lehrgeld bezahlt. Oh ja. Das mache ich nicht mehr. Ja, ja. Ich versuche das auch meinen Kindern zu lernen. Mhm. Bei uns, die meiste Kommunikation ist meistens beim Abendessen, weil die sind auch, die machen Matur, Abitur und sind erst abends zu Hause. Und schon untereinander sprechen die so miteinander. Wenn wir ein Problem haben oder einer ein Problem hat, dann sagt der andere, und was sagt dein Herz? Ja, das ist schön. Weil selber kommt man ja manchmal dann in so einem Moment gar nicht drauf. Genau. Und so ist es. Die Kinder sollen lernen, was sagt mein Herz, was sagt mein Kopf, was sagt meine Seele. Das ist das Wichtigste. Das ist viel wichtiger als die fünfte Funktion irgendeiner Ableitung. Oder die fünfte Ableitung einer Funktion, so sage ich. In Mathe. Viel wichtiger, aufs Herz zu hören, aufs Herz hören zu können überhaupt. Und für mich auch viel wichtiger als jetzt zum Beispiel die Ernährung. Ja, das glaube ich auch. Ja, das auch ist so. Deine innere Basis. Ja, und die ist uns das alles. Das ist einfach alles. Ja, ja, und die ist so nicht ausgeprägt. Und die Zeiten, die jetzt kommen und schon dieses Jahr, es will uns zeigen, dass wir Büffel, wir haben ein chinesisches Büffeljahr. Es will uns zeigen, dass wir Büffel sein dürfen. Das heißt, du bist mit dir Büffel, du stehst da stabil. Und dann kann um dich herum passieren, was will. Beim Büffeln flattern nur ein bisschen die Haare. Ja, genau. Ja, wenn ein Sturm kommt, der fällt nicht um. Ja. Aber schau die Menschen an. Da kommt ein kleiner Sturm, eine Krankheit, ein Todesfall, was auch immer, was alles passieren kann, was auch schlimm ist. Aber die fallen dann gleich um. Wir dürfen jetzt trainieren, Büffel zu sein, bei sich präsent zu sein und dann schauen wir in dem Moment, was wir dann machen können, das wenn wir es ausgelegt haben. Ist die Chance jetzt mit Corona, würde ich so sagen. Ja. Dein wunderbares, großes Wissen, deine Liebe auch, sage ich jetzt mal, die man total spürt, wenn man dich sieht, die ich jetzt so genießen darf, die gibst du ja auch in Kursen weiter und auch natürlich, wenn man zu dir kommt als Patient, aber auch jetzt in deinen Kursen, deine Reflexologie-Kurse. Wer kann denn die absolvieren? Muss der eine Vorbildung haben oder sind die für jeden oder wer kann die machen? Das ist für jeder Mann und jede Frau. So soll es sein. Die Methode ist so einfach aufgebaut, dass es jeder lernen kann und wir uns selber unterstützen können im körperlichen Gesundsein. Ja. Die Methode ist auch so, wirkt auch so, dass es nicht nur auf den Körper wirkt, sondern Körper, Seele und Geist. Das ist, wenn du gesund bist und dann behandelt wirst, und ich werde, wenn ich zu Hause bin in der Schweiz, einmal pro Woche behandelt, obwohl ich gesund bin. Ich sage dir, du fliegst. Das ist wie ein Engel sein, weil wenn es einfach so fließt mit dir, das ist so ein göttliches Gefühl. Und lernen kann das jeder. Das ist einfach, es gibt verschiedene Module. Du kannst in 5 Tagen kannst du die ganze Theorie, der ganze Massageablauf, alles lernen, auch noch einige taoistische Übungen. Und von da an kannst du dir und anderen Menschen Gutes tun. Na toll. Und dank dem, dass langsam die Grenzen wieder öffnen, bin ich jetzt wieder viel unterwegs. Hamburg bin ich viel, Lüneburg. Auch in Deutschland, wollte ich gerade fragen, ja. Genau, Graz bin ich jetzt denn auch wieder, Schweiz natürlich. Ja, jetzt beginnt es wieder zu fließen und ich freue mich so, darf ich wieder unterrichten. Findet man alle Informationen natürlich dann bei dir, die findet man auch auf der Webseite. Ja. Und hast du denn auch jetzt ein neues Projekt, das hast du mir erzählt im Vorgespräch, dieses neue Projekt, um was geht's da? Ja, das ist mein Herzprojekt, weil mein erster Beruf war ja mit Kindern zu arbeiten, die ganze Pädagogik, Psychologie habe ich gelernt. Und ich wurde jetzt gefragt, in Hamburg darf ich Erzieher unterrichten. 3 Tage, wie erziehe ich Kinder taoistisch, wenn man das Wort Erziehen überhaupt gebrauchen darf. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich nehme es lieber nicht in den Mund. Dann, was gibt es für Kinderkrankheiten? Wie kann ich Notfallpunkte, wie kann ich schnell helfen und so weiter? Mhm. Wie gehe ich mit schwierigen Kindern um oder verhaltensauffälligen Kindern? Genau. Warum verhalten die sich so? Natürlich auch ADHS, ADS, das ganze Ritalin, das da
gegeben wird. Schwierige Eltern natürlich auch. Ja, und das darf ich unterrichten. Zuerst in Hamburg, auch in der Schweiz jetzt. Und das, ich freue mich so stark, weil wenn die Kinder das schon mitkriegen, das ist der Beginn der Selbstliebe. Die lernen da schon, wie sie auch Meditation. Ich habe Meditation für Kinder kreiert, die dann wirklich in diesen Kitas dann umgesetzt werden dürfen. Ja, schön. Ja, ich freue mich sehr. Ja, das finde ich ganz. Das finde ich ist das Allerwichtigste überhaupt, das an Kinder weiterzugeben, weil die dann auch in ihre Kraft kommen. Ja. Und mein ganzer Lebensweg ist eh der Lebensweg der Selbstliebe. Ja. Ja. Genau. Jetzt die letzte Frage. Was ist das Wichtigste aus deiner Sicht? Was ist das Wichtigste, um gesund zu bleiben? Das Wichtigste ist, mit sich selber verbunden zu sein. Mit sich selber die tiefste Liebesbeziehung des ganzen Lebens zu haben. Das wär's. Wenn wir unsere größte Liebe wären, dann hätten wir ein anderes Leben. Ja. Ja. Das ist das Wichtigste. Und wenn das nicht ganz funktioniert oder funktioniert hat, dann würde ich schon diese TCM-Methode zu Hilfe nehmen. Ich staune heute noch nach 21 Jahren. Manchmal ist es wie Zaubern. Ja. Und das ist bei Kindern auch so toll. Kinder fasst du an über diese Reflexpunkte und das braucht ein, zwei Behandlungen und die sind gesund. Das ist noch so, das System ist noch so zart und feinfühlig und setzt diese Infos wundervoll um. Also irgendwann nehme ich nur noch Babys und Kleinkinder. Ja, toll, schön. Liebe Andrea, was soll ich sagen? Ich habe mich so gefreut über deinen Besuch. Ich fühle eine ganz große Resonanz und fühle mich sehr hingezogen. Das weißt du ja. Und ja. Das ist ja unser Weg, der Weg der Bewusstheit. Ja. Und vielen Dank, dass du Zeit hattest für dieses Interview. Danke dir von ganzem Herzen. Danke dir, dass du da warst. Ja, und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen, ihr lieben Zuseher. Ihr findet Informationen zu meiner Arbeit auf meiner Webseite www.bettinageitner.de und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dieses Interview, das jetzt wirklich sehr, sehr wichtige Weisheiten enthält, wenn ihr es teilt und dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.